Hallo, ich bin der Timo Bernhard. Ja, wir stehen hier im Werk 1 bei Porsche in Zuffenhausen, diesem historischen Bau. Ich möchte euch heute zu unserer Porsche Moment Serie mitnehmen, die die Erfolgsgeschichte von Porsche in Le Mans erzählt. Besonders spannend wird diese Serie erzählt durch echte Porsche-Legenden, egal ob auf 4 Rädern oder auf 2 Beinen. Seid gespannt, was euch erwartet. Ich würde sagen, wir starten mal rein. Kommt mal mit. Wow, servus Fritz. Timo. Servus. Grüß dich. Ja, was hast du uns hier Schönes mitgebracht? Historischer Pate 356 SL. Unglaubliches Fahrzeug. Ah, sieht richtig schön aus. Ne? Und auch leicht. Ich glaube, das SL steht für super leicht. Das stand für super leicht. Wobei im Schwäbischen heißt er Alubüchsel. Also. Und das war der Klassensieg beim ersten Auftakt? Ja, vor 70 Jahren war das. Also wirklich erster Einsatz und schon Klassensieg. Also unglaublich. Das ist das, was uns leider nicht gelungen ist bei unserem ersten Einsatz, ist denen damals vor 70 Jahren gelungen. Also waren sie in dem Moment besser als wir da? Waren besser als wir. Ja, auf jeden Fall. Ein wunderschönes Auto, Fritz, oder? Unglaublich. Du, Fritz, sag mal, wie viel wurden von dem 356 SL überhaupt gebaut? Das ist einer von 10. Das Fahrzeug wurde 1952 aufgebaut und Recherchen haben ergeben, dass genau dieses Fahrzeug das legendäre Rennen Rom Lüttich 1954 gewonnen hat. Unglaublich. Wahnsinn. Und ich habe gehört, das Auto war immer im Besitz von Porsche. Ja, also es ist tatsächlich so, das Fahrzeug war immer im Besitz der Familie Porsche. Wow, okay. Beeindruckend. Du, würde ich sagen, schauen wir uns das Auto mal von innen an. Gerne. Ja, ganz schön spartanisch. Was wurden denn an dem Auto damals geändert? Was waren dann die Modifikationen? Ja, es gab zum einen aerodynamische Möglichkeiten wie Verkleidungsteile an der Felge im seitlichen Bereich. Entscheidend war natürlich die Vergrößerung vom Tank auf 78 Liter, um einfach die Stintlänge entsprechend zu. Dass man mehr fahren konnte, nicht so oft dann auch wechseln wurde. Aber auch nur mit 2 Fahrern, das war damals ja, besonders. Ja, also 2 Fahrer, 24 Stunden. Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Aber das Fahrzeug hatte ja nicht nur eine Rennzulassung, das ist ja heute auch heute noch üblich, sondern hatte ja damals auch eine Straßenzulassung. Ja, die war notwendig, weil man kann sich zwar kaum vorstellen, aber man ist wirklich mit dem Einsatzfahrzeug nach Le Mans gefahren. Also okay. Man hat sich dann in der Früh getroffen, ins Auto rein und auf dem Weg nach Le Mans, hat dort dann Werkstätten angemietet gehabt in Delocher und dann begann eigentlich das Le Mans Rennwochenende. Das hört sich ja nach einem Abenteuer an, weil ich glaube, Navi gab es ja eh noch nicht, kein Handy und dann wahrscheinlich alles Landstraße, oder? Ja, ich glaube, wir können uns das schwer vorstellen, einfach unter welche Voraussetzungen, dass man damals in Le Mans teilgenommen hat und trotzdem so erfolgreich war. Aber Fritz, ich habe noch Bilder gefunden von der Abfahrt von hier, von Zuffenhausen. Unglaublich. Ja, das ist auch mit Ferry Porsche hier noch. Ja. Wenn man sich das vorstellt, damals vielleicht 7 Uhr in der Früh, man trifft sie und man fährt nach Le Mans. Mit den Wettbewerbsfahrzeugen fährt man dann nach Le Mans. Ne? Also Leistung war schon enorm. Einfach, unglaublich. Da gibt es ja noch die berühmte Story, dass sie bei der Rückfahrt dann, nachdem der Motor eingefahren war, dass sie dann mehr Leistung hatten, dass sie dann ca. 4 PS sogar mehr hätten. Das heißt, am Rückweg waren wir schneller. Waren wir schneller als am Hinweg. Und hier sieht man auch das Bild von der Werkstatt, die du gerade angesprochen hast. Ja, das war die in Delocher. Also ich kann mich erinnern, wie ich 2011 zu Porsche kam, hat mir jemand diese Tafel, wo Delocher draufsteht, überreicht, das damals noch von Peter Falk war. Also von dem her habe ich auch immer in Ehren gehalten, ist in meinem Büro in Weißer. Unglaublich, und wenn man da die Bilder sieht von Delocher. Aber wenn wir von Le Mans und auch Abenteuer und so weiter sprechen, auch Konstanz, du hast mir mal eine Geschichte erzählt, stimmt es, dass du bei allen Le Mans-Rennen, die du für Porsche bestritten hast, immer das gleiche Hotelzimmer hattest? Stimmt es? Ja, ja, man muss ja bei uns wissen, wir sind 2014, war unser erster Auftritt. Ja. Leider haben wir damals noch nicht gewonnen, aber dann die Jahre drauf, 15, 16 und 17. Und der hatte immer dieses Zimmer 424 und die Damen am Counter haben schon ihren Spaß gehabt dran. Also, und von dem her war das natürlich was Besonderes, weil gerade wenn man Le Mans gewinnt, irgendwann um Mitternacht ist man im Hotel, kann ohnehin nicht schlafen, weil einfach, ich sage mal, dieser ganze Spannungsbogen von der Woche so enorm ist.
Und man kann es gar nicht fassen, dass man gewonnen hat. Und von dem her war das schon immer sehr, sehr speziell. Ich kenne es von 2017, von dem Gesamtsieg. Also man ist so aufgewühlt und es hält aber auch noch Tage an. Das war brutal. Also aus Fahrersicht auch unbeschreiblich. Und vor allen Dingen, bei mir war es so, Montag und Dienstag war ich wirklich auch so mental auch müde und platt, weil das ist einfach, wie du sagst, der Aufbau von dem Rennen, dann das Rennen an sich, das ist so eine geballte Kraft und Energie, die da aufgebracht wird. Ja. Das war Wahnsinn. Ja, es reduziert sich ja nicht nur aufs Wochenende, es geht ja wirklich eine Woche vorher los mit der technischen Abnahme. Und gerade 2015, wenn man dann im freien Training merkt, dass man einfach ein siegfähiges Fahrzeug hat, dann steigt die Spannung noch mehr. Die Erwartungshaltung geht nach oben. Und wenn dann endlich am Samstag dann der Start ist, ist man eigentlich schon so müde von der ganzen Woche. Und von dem her ist das schon Le Mans oder so ein Langstreckenrennen ganz was Besonderes. Aber wir haben noch besondere Aufzeichnungen. Das können wir uns gleich mal zusammen anschauen. Ja. Das Original-Tagebuch aus dem Porsche-Archiv. Original-Tagebuch von Karl Rabe, dem Chefkonstrukteur aus der damaligen Zeit. Wenn wir jetzt aufschlagen, das ist ja eh schon Wahnsinn, dass er alles dokumentiert hat. Unglaublich. Aber es dreht sich hier um den 16.06. Das war damals hier die Abfahrt. Ja, das steht ja. 16.06. Samstag, 7.15 Uhr, Abfahrt nach Le Mans. Ja. Unglaublich. Ankunft, 18.30 Uhr, nur mit einer kleinen Mittagspause um 13 Uhr. Ja, vor allen Dingen nur 11 Stunden und keine Autobahn, alles Landstraße mit den Wettbewerbsfahrzeugen im Konvoi, alle Mechaniker. Jeder Tag genau dokumentiert, geht dann hin zum 23. Richtig. Rennstart. Bis Rennstart und dann 24. Ja. Das war wirklich der erste Einsatz und beim ersten Einsatz war schon der Klassensieger. Und auch interessant ist, wie der Rennstart zustande kam, weil das Ganze ging hervor aus dem Pariser Autosalon ein Jahr zuvor, wo dann dieser Auguste Voyer mit dem Ferdinand und Ferry Porsche gesprochen hat und sie quasi überredet hat zu dem Start in Le Mans 51. Und ich glaube, da war so ein Vertrauensverhältnis, was im Motorsport wichtig ist. Ne? Ja, absolut. Ich glaube, Vertrauen ist die Basis zum Erfolg. Und von dem her erstaunlich, wenn man sieht, dann was das, wie Porsche sich dann entschieden hat, wirklich an Le Mans teilzunehmen. Und auch das zu nutzen, glaube ich, auch diese technische Weiterentwicklung zu nutzen, was ja heute auch noch immer auch ein Antrieb ist von Porsche, dann das weiter zu nutzen. So, jetzt würde ich sagen, was meinst du? Sollen wir eine Runde drehen? Oder? Jetzt fahren wir rein. Ja, alles unbedingt. So, Fritz, ich muss sagen, das machst du richtig gut. Also, es war eine coole Fahrt. Ja, war toll. Und noch kommt dazu, dass wir Regen jetzt auch schon gehabt haben. Ja. Scheibenwischer funktioniert gut. Genau, wie im richtigen Rennen. Wie im richtigen Rennen, ja. Aber jetzt haben wir ja die Anfangsjahre von Porsche in Le Mans gesehen und viel darüber erzählt. Wie ist das für dich? Ist dieser Le Mans-Mythos mit Porsche, ist das noch präsent? Ist das noch greifbar? Wie ist das für dich? Ja, ich glaube, es ist einmal die Teilnahme an Le Mans, aber was noch ist, wenn man dann erfolgreich ist und wenn man Le Mans gewinnt und wenn man es mit Porsche gewinnt, dann ist es einfach kaum zum Toppen, weil es einfach, man bringt ein ganzes Unternehmen in Bewegung, das Interesse ist riesengroß, von dem her ganz bestimmt was ganz, ganz, ganz Besonderes. Hast du das auch so gehabt? Weil bei mir war es so, in dem Moment, als ich ins Fahrerlager reingelaufen bin, am Anfang der Le Mans-Woche, man hat das gemerkt, das ist ein magischer Ort, das Highlight des Jahres steht vor der Tür. Es ist wirklich ein Spannungsbogen, der beginnt halt wirklich das Wochenende davor durch die technische Abnahme, die ganzen Veranstaltungen mit den Leuten vor Ort, also außergewöhnlich. Jetzt ganz kurz zum Abschluss noch, dein schönster Le Mans-Moment. Ich muss sagen, es war sicher der Le Mans-Sieg von den dreien, 2015 war, weil da waren wir einfach dominant, also wir haben einfach verdient gewonnen. Die Jahre drauf hatten wir sicher ein Rennglück. Aber 2015 dominierten wir von ersten freien Training an. Das Qualifying, die Autos standen vorne, drei Autos.
und dann einfach der Doppelsieg. Und das schon im zweiten Jahr, das war einfach ja, unbeschreiblich. Mhm. Kann mich noch daran erinnern, weil ich war im roten Auto knapp Zweiter, aber es war damals einfach dieser Doppelsieg, dieser erste Le Mans Gesamtsieg, dann gleich Doppelsieg, das war gigantisch. Also es war für mich immer noch eins der schönsten Rennen. Aber mein schönster Le Mans Moment war 2017, einfach dieser Gesamtsieg für Porsche, weil das mir einfach noch gefehlt hat. Und das war so das, der Traum von Anfang an. Ja, schön war einfach, dass man es wirklich dreimal in Reihe und dadurch der Pokal wirklich jetzt auf ewig im Porsche Museum ist. Von dem her ist uns da einfach was Großartiges gelungen, was so bleibt. Fritz, vielen Dank für die Insights und Erinnerungen zu unserem ersten Porsche Moment mit dem 356 SL, der der Anfang war von weiteren 107 Klassensiegen und insgesamt 19 Gesamtsiegen in Le Mans. So, und ich fahre jetzt nach Weissach und treffe auch weitere Porsche Legends. Und da dürft ihr gespannt sein, was dann passiert. Ciao.